Herr Ellinger, Sie haben den Vortritt. Gut, danke. Ah, so sieht das von innen aus. Sie haben sogar Betten hier gehabt zum Schlafen. Sogar Sicherheitsgurte, damit sie nicht aus dem Bett fallen. Wolfgang Ellinger betritt zum ersten Mal in seinem Leben einen US-Wachwaggon. Dabei hat er ihn schon etliche Male rangiert. Er war von 1961 bis 1964 Rangiermeister am Helmstedter Bahnhof. Die Militärzüge waren alle offene Wagen, also nicht zu, wie dieser hier. Die waren offen und da waren die ganzen Militärfahrzeuge drauf, die nach Berlin gegangen sind. Und diese Wagen sind ja durch die sowjetisch besetzte Zone gefahren, also feines Land. Und da mussten immer Leute aufpassen, dass wenn ein Zug mal halten würde, außerplanmäßig und so weiter, dass da nicht irgend Leute draufgehen und irgendwas sabotieren oder was. Und davor waren diese Wachwagen da. Von hier oben haben die bewaffneten Soldaten den Zug bewacht. Die regelmäßige Bahnverbindung der US-Streitkräfte zwischen dem amerikanischen Sektor Berlins und dem Westen gab es bis 1990. Die Züge fuhren durch das Gebiet der DDR. Wenn da ein Halt war, sprang jemand aus und der Zug endete in Westdeutschland. Das darf man nicht vergessen. Also es wäre eine Möglichkeit gewesen, die Grenze zu durchbrechen. Für eine bessere Sicht sorgten auch diese Ausbuchtungen am Waggon. An jedem Militärzug wurde vorn und hinten jeweils ein Wachwaggon in Helmstedt angehängt. Das war die Aufgabe des heute 81-Jährigen. Das hat dann für sich Spaß gemacht, die Zeit, wo ich als Rangierer tätig war. Man hatte immer zu tun, war natürlich auch eine gefährliche Sache. In Helmstedt ist ein Rangierer mal zwischen den Puffer gekommen, der war tot. Ab 2015 stand der Wachwaggon übrigens 3 Jahre als Leihgabe in Südkorea. Damals eröffnete Bundespräsident Gauck die Ausstellung dort. Im September kam der 16 Tonnen schwere Wagen wieder zurück, frisch restauriert. Nach Helmstedt an seine neue Endstation in der Innenstadt. Heute nun die offizielle Einweihungsfeier des Landkreises. Hier ist also viel Verkehr und außerdem befindet sich dieser Waggon jetzt in unmittelbarer Nähe des Grenzlandmuseums, was wir hier haben. Und ich glaube, deswegen ist das ein hervorragender Platz. Ich meine, wichtig ist es insofern, weil es ein einmaliges Stück ist hier. Ja, wenn es diesen Wachwagen hier nicht geben würde, dann wüsste keiner, was mal hier in Helmstedt los gewesen ist an der Grenze. Ja. Weltweit gibt es nur noch 3 dieser Wachwagen. Einen in den USA, einen in Berlin und einen in der ehemaligen Grenzstadt Helmstedt.